Was geht ab YouTube? Heute machen wir wieder ein FIFA-Video, wie die Tage zuvor auch, ich weiß. Ja, wie gesagt, es kommt bald eh wieder Abwechslung. Das muss auf jeden Fall wieder am Start sein, weil ständig FIFA ist ja auch nichts Besonderes. Also ist halt auf Dauer langweilig, monoton eher gesagt. Da will ich noch auf jeden Fall eine Frage von einem Abonnenten beantworten, und zwar wegen dem Bushido Award. Genau, da wird die Frage auf jeden Fall noch beantwortet. Keine Sorge, das habe ich auf jeden Fall gelesen. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Und zwar, ja, da bin ich echt mal gespannt, wann das mal was wird. Aber ja, mal gucken. Und jetzt Evolution. Genau. Unser Gomez hat jetzt ein Upgrade gekriegt. 82 mit 85, Alter. 85 Pace, also plus 3 Tempo. Genau. Der nächste Upgrade wäre, okay, schießen, passen, Passspiel auf 2, Dribbling 2, Schuss auf 2, okay. Ja, und hier dann halt, ja, auch, naja. So sieht die Karte dann aus. Ja, an sich nicht schlecht, also Sprinttempo 90 ist sehr, sehr geil. Und Reaktion ist auch nicht schlecht. Ja, geht klar. Genau. Okay, was ist das? Dribbelstärke. Naja. Müller mit 62 Pace. Nicht mal dann ist er spielbar. Gott. Naja. Verbesserung. Okay, na gut. Auf jeden Fall, warte mal. Was ist das? Eine Vereinslegende. Wie ihr seht, fast 260k. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Da habe ich jetzt einfach zwei Informs verkauft. Genau die hier. Die habe ich zum Beispiel auch geholt. Einmal für 14 und einmal für 13. Der, wo 14 kostet, der ist jetzt auch gestiegen. Ja, richtig geil. Da bereue ich es auf jeden Fall, dass ich nicht mehr geholt habe, weil man hätte die auch teurer verkaufen können, vor allem den. Ja, Mann. Für 13 geholt. Der kostet jetzt schon, Alter, über 17, 18, Alter, ja geil. Hätte ich echt investieren sollen, ja super. Weißt, das ist halt auch so ein Ding, man hat halt Angst zu investieren, weil man kein Minus machen will, aber dann sieht man, die Spieler sind doch gestiegen und dann bereut man es. Ist halt so typisch. Okay, Schmutz. Jetzt noch ein paar Packs öffnen. So. Ja, super. Noch kacke. Okay, jetzt kommen wir mal ans Eingemachte. 80 plus mal 10. Komm bitte, gönn mir was Gutes, warte. Das sind immer so Tricks. Da bringt eh nichts. Nicht mal ein Walkout. Oh mein Gott. Alter, das ist hart. Das ist hart. Oh mein Gott. Ja, das ist hart. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ey, da kann, das ist, oh mein Gott. Da kannst du ja wirklich gar nichts in die SVC ballern, ey. Ja, super, ey. Das war jetzt richtig enttäuschend, muss ich sein. Ja, super. Warte mal. FC-Saison. Bin jetzt Level 15. Okay, was gibt's dann noch für Packs? Okay. Dann den, der sieht gut aus an sich. Ja. Ja, gut, die brauchen wir jetzt nicht. Bonus-Bundle. Was ist beim Bonus-Bundle drin? Ah, ich stimme auf jeden Fall das Pack. Warte mal, was war das eigentlich nochmal? Was soll eigentlich das sein? Club-Münzen. Also wisst ihr, was das bedeutet? Also, für was sind die Münzen eigentlich? Für Karrieremodus? Ich weiß es gerade nicht. Ja. Ob ich überhaupt bis Level 40 schaffe, wird schwierig. Weil Level 40 wäre schon ganz geil. Allein die Packs mitnehmen. Und allein Adama. Nur wegen Adama. Den will ich so unbedingt haben. Naja. Und dann noch das letzte Pack. 87 mal 3. Na gut. Das sind ja die zwei Spieler. Also Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich muss noch schauen, wo ich jetzt die
Sachen jetzt reinknall. Ist wahrscheinlich vielleicht da. Oh, 83 plus, Double Upgrade. Na gut, was muss man abgeben? Ach du Scheiße, ein 83er Team. Also, das ist frech. Das lohnt sich auf jeden Fall nicht. Ach Gott. Naja. Also Leute, das war's. Macht's gut und Peace.